Die höchsten Renditen habe ich mit antizyklischen Investitionen erzielt. Also dann zu kaufen, wenn die große Mehrheit verkauft, weil man dann zu enorm günstigen Kursen kaufen kann und das zahlt sich langfristig natürlich enorm positiv aus. Sowohl auf die Rendite, aber auch auf die künftigen Dividendenzuflüsse. Denn wenn ich zu günstigen Kursen kaufen kann, bekomme ich natürlich mehr Aktien für mein Geld und damit mehr Dividenden. Für mein ganzes Leben, wenn ich das so möchte. Aber um langfristig als antizyklischer Investor Erfolg zu haben, gibt es auch einige Punkte aus meiner Erfahrung, die man beachten sollte. Am einfachsten ist antizyklisches Investieren immer dann, wenn Wirtschaftskrise herrscht, wenn große Konjunktureinbrüche stattfinden, denn dann gehen die Aktienkurse auf breiter Front wieder zurück. Dann hat man eine riesige Auswahl an Unternehmen, in die man günstig investieren kann. Man muss es nur schaffen, diese psychische Hürde zu überwinden und eben dann zu kaufen, wenn die große Masse verkauft. Denn irgendwann ist jede Wirtschaftskrise zu Ende, dann steigen die Gewinne auch wieder von den Unternehmen und damit die Aktienkurse. Schwieriger wird es schon, wenn zu normalen Zeiten man einzelne Unternehmen herausfiltern muss, die günstig bewertet sind. Denn es gibt zu jeder Zeit günstig bewertete Unternehmen und immer nur auf große Kurseinbrüche, auf große Wirtschaftskrisen warten zu müssen und zu wollen, ist natürlich schwierig, weil solche Krisen relativ selten stattfinden. Die letzte war 2008, die große Finanzkrise und davor 2000 der Zusammenbruch des neuen Marktes. Wann die nächste kommt, weiß niemand. Also nutze ich auch die Gelegenheit, um gezielt zu normalen Zeiten günstig bewertete Unternehmen herauszufiltern. Aber da wird es natürlich schwieriger. Es macht etwas mehr Aufwand und ist etwas riskanter. Grundsätzlich nimmt die Börse ja die Zukunft voraus. Und das ist meine große Chance. Denn oftmals irrt sich die Börse. Niemand kennt die Zukunft ja wirklich. Und es reichen schon einzelne Vorahnungen oder Spekulationen, dass ein Unternehmen in eine Krise kommen könnte, um Aktienkurse einbrechen zu sehen. Denn bereits dann verkaufen die ersten Aktionäre. Und durch die ja im Moment immer stärker steigende Entwicklung dieses automatisierten Computerhandels, also des Handels nach Algorithmen, werden diese Trends weiter verstärkt. Und auch der zunehmende Zufluss von Geldern in diese passiven Fonds, in die Indexfonds, verstärkt solche Trendentwicklungen. Wenn also Vorahnungen die Kreise ziehen, dass ein Unternehmen in eine Krise geraten könnte, dann verstärkt sich dieser Trend nach unten und die Kurseinbrüche werden oftmals übertrieben. Ich kann also zu günstigen Preisen kaufen. Und oft stellt sich dann heraus, dass eben diese Vorahnungen nicht eintreten. Und dann steigen diese Kurse relativ schnell wieder, weil eben die Gewinne sich ganz normal weiterentwickeln. Und das ist für mich der allerbeste Fall, weil ich dann in relativ kurzer Zeit enorm hohe Renditen erzielen konnte durch diese günstigen Käufe. Und dann gibt es einen zweiten Fall, dass eben diese Vorahnungen doch eintreten und das Unternehmen in eine Krise gerät. Und dann ergreift das Management natürlich so schnell wie möglich Maßnahmen, um aus dieser Krise herauszukommen. Restrukturierungen beispielsweise, Strategieänderungen, was auch immer. Und auch wieder in den meisten Fällen greifen diese Maßnahmen über kurz oder lang. Es werden dann wieder mit der neuen Strategie Gewinne erzielt, die Aktienkurse steigen wieder. Auch dann habe ich als antizyklischer Investor enorm profitiert, weil ich günstig kaufen konnte. Es dauert nur etwas länger und es kann schon ein paar Jahre dauern, bis so eine Umstrukturierung erfolgreich abgeschlossen ist und die Kurse wieder deutlich gestiegen sind. Aber für mich war es eine hochrentable Investition. Und dann gibt es eben den
letzten Fall, und das ist für mich der schwierigste Fall, der schlechteste Fall, dass diese Umstrukturierungsmaßnahmen, die ergriffen werden, eben nicht greifen. Weil sich Märkte grundsätzlich verändert haben, weil Technologiebrüche eingetreten sind und weil einfach kein Weg gefunden wird, um dieses Unternehmen aus der Krise herauszuführen. Und dann geht es in eine Dauerkrise. Und dann wird das Unternehmen irgendwann von einem Konkurrenten billig aufgekauft, weil noch Markennamen da sind oder irgendwelche anderen Dinge, die für ihn erfolgversprechend sind. Aber eben dann zu Billigpreisen wird dieses Unternehmen gekauft. Und das ist für mich natürlich schlecht als Investor. Oder noch schlechter, das Unternehmen gerät in Konkurs. Und damit ist mein Geld weg. Und um diesen Fall, der mich natürlich auch treffen könnte, zu begrenzen, deckle ich jede Investition. Und das ist mein entscheidender Tipp für antizyklische Investoren. Nie ins Bodenlose investieren, denn antizyklisch investieren bedeutet ja immer dann zu kaufen, wenn Unternehmen günstig bewertet sind und wenn die Kurse weiterfallen, nachkaufen. Und das würde bedeuten, dass man ein Unternehmen ständig nachkauft, das in so eine Dauerkrise gerät und irgendwann bis zum bitteren Ende nachkauft, bis eben der Konkursfall eintritt. Und dann wären große Teile meines Vermögens weg. Und das will ich vermeiden und das geht eben durch diese Deckelung. Ich investiere maximal 15% meines Geldes in ein einzelnes Unternehmen und nicht mehr, egal wie weit der Kurs weiterfällt. Weil eben die meisten Umstrukturierungen positiv verlaufen und auch viele Ängste gar nicht eintreten, sind die allergrößte Anzahl meiner Investitionen positiv. Verlaufen positiv und ich konnte zu günstigen Kursen kaufen und habe damit tolle Renditen erzielt. Und diese Vielzahl der Unternehmen zieht dann die wenigen mit, die eben negativ verlaufen. Aber das ist mein großer Tipp, wenn Sie antizyklisch investieren wollen, begrenzen Sie Ihre Investitionen pro Unternehmen, denn Sie wissen, niemand kann die Zukunft vorhersehen und Sie wissen nie genau, wie sich dieses Unternehmen weiterhin entwickeln wird. Die große Chance besteht, und das ist wirklich in den allermeisten Fällen so, dass das Unternehmen wieder aus der Krise kommt oder die Krise gar nicht eintritt, und dann haben Sie tolle Renditen erzielt. Und im schlimmsten Fall haben Sie durch die Deckelung eben nur einen kleinen Teil Ihres Vermögens verloren, und das wird locker wieder wettgemacht durch die anderen positiv verlaufenden Investitionen im Laufe der Jahre. Wenn Ihnen dieser Tipp gefallen hat, dann freue ich mich, wenn Sie mir einen Like hinterlassen. Wenn Sie das Video teilen und weiterempfehlen, denn so erreichen wir mehr Menschen, die dann von soliden Aktieninvestitionen profitieren können. Und wenn Sie meinen Kanal abonnieren, dann verpassen Sie künftig kein Video mehr.